Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren. Ah, geil, Medikit. Haben wir jetzt seit Ewigkeiten mal wieder eins. Zu einem weiteren Let's Play. Prey mit Paxis. Das scheint. Ah, interessant. Das scheint verschlossen worden zu sein mit diesem Glue. Das scheint irgendwie ein Lagerraum gewesen zu sein für. Oh Gott. Lagerraum gewesen zu sein für Koffer und ja, jetzt wissen wir auch, wovor die uns schützen wollten mit dem Glue. Vor den blöden Mimics, die dann aber doch irgendwie durchgebrochen sind. Und da frage ich mich, warum machen sie das jetzt? So, da müssen auch noch mehr Leichen rumliegen. Also. Schade, dass man in die Dinger nicht reingucken kann. Da muss doch Haufen geiles Zeug drin sein, oder? Naja, egal. Gehen wir weiter. Janos Jostev. Psychoskop. Scan. Das Psychoskop war ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tech auf der Talos. Mimik-Detektor Gen 1 ermöglicht die Entdeckung verborgener Mimics. Die Fähigkeit Psychotronik schaltet mehr Plätze frei, okay. Mimikdetektor Gen 1. Okay. Scannen Sie damit die Typhon-Organismen, wenn Sie mehr über sie erfahren möchten. Übrigens haben Sie das erfunden. Psychoskop. Schalte das Psychoskop mit Y an und markiere und scanne damit Gegner in der Nähe, indem du Typhon scannst. Entdeckst du neue Fähigkeiten, die du durch das Installieren deiner Neuromod erwerben kannst, okay? Zum Scannen ist ein Lebensexemplar notwendig, okay? Ach, da ist ja einer! Mimik, Furschen, Schwächen, Glue, Kuhstrahl, Immunität, EMP, scannbare Kräfte, Mimikry 1, 2 und 3. Ach so, der ist eingeglut, deswegen. Mimik, Forschung 1, Auszug aus der Psychotronik-Datenbank, gebräuchliche Bezeichnung Mimik, wissenschaftliche Bezeichnung Typhon Kakoplasmus. Die Mimics sind eine der ersten Typhon, die 1960 während des Vorfalls auf der Vorona 1 entdeckt wurden. Die sind in der Lage, die Form von Objekten in ihrer Nähe anzunehmen. Bei der Untersuchung des Vorfalls wurde festgestellt, dass die Mimics andere lebende Organismen als Reproduktionsmedium benutzen und ihre Beute während dieses Vorgangs töten. Das Popek-Protokoll untersagt ein Freisetzen von Mimik-Exemplaren in Umgebungen mit einer Eindämmungsstufe unterhalb von S4. Scan-Daten. Okay. Kann ich jetzt noch irgendwas mit ihm machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Man kann auch rein und rauszoomen. Okay. Eine geile Idee, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Moment mal. Ach so, jetzt haben wir dieses. Genau, die Psycho-Blablabla-Ding und jetzt können wir nämlich durch die Tür wieder gehen. Alles klar. Jetzt. Halt, halt, halt. Scan abgeschlossen. Typhon-Fähigkeiten erforscht, Mimik rein, drücke N, um dir die verfügbaren Fähigkeiten, Mimikry 1, erforderlich Neuromod 2, du tarnst dich, indem du die Gestalt eines Objekts in der Nähe annimmst, verbraucht 2 Psi pro Sekunde. Oh, was soll ich denn das brauchen? Okay, ja, aber brauche ich jetzt nicht. Hm?
Scheiße, ich hätte einfach abschießen sollen. Das hätte nämlich keine Energie gekostet. Vor allem, wenn ich hier mit einmal mit der Schrotflinte drauf ist, während das noch ein Mimik ist, macht man dann ja 150% Schaden. Das ist aber cool, jetzt kann ich quasi in Situationen, wo viel Scheiß rumliegt, in welchen Büros oder so, kann ich immer mal scannen, ob irgendwelche... Oh, Scheiße. Irgendwelche blöden Mimik halt rumrennen zu Recycler mit Ladung. Ja, warum nicht mal die Nades einsetzen, wenn man sie hat, oder? Ach, den hätte ich ja auch scannen können. Ach, scheiße, Mann. Da muss ich mich erst gewöhnen, dass ich... Gegner scannen sollte, bevor ich sie umbringe. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Kurz erschrocken. Forschung abgeschlossen. Wissenschaftsoperator, Schwächen, Elektrik, EMP, Aggression, Nahkampf, Immunitäten, psychische Nullwellen. Wissenschaftsoperator, Auszug aus der Transter Operator Broschüre. In der Welt des wissenschaftlichen Fortschritts ist nichts wichtiger als Sorgfalt und Sicherheit. Aus diesem Grund sind alle Transter Labore mit einem Sibyl Wissenschaftsoperator der Serie 495 ausgestattet. Der Wissenschaftsoperator, das neueste Modell aus der Reihe von Transter Operator Einheiten, ist durch seinen umfassenden Zugang zu Transter Wissenschaftsdatenbanken in Verbindungen mit zwei überaus flexiblen Hilfsarmen der unübertroffene Laborassistent. Morgens Notizen, fliegt in der Psychotronik herum, hilft dabei, das Psy-Potenzial wiederherzustellen. Okay. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Aha, vielen Dank. Und das sagt mir jetzt was? Do not enter. Gehen wir mal lieber nicht rein. Wie ich sehe, hast du schon herausgefunden, wie du dein Psychoskop benutzt. Okay, Morgan. Ich kann dich nicht zwingen, mir zuzuhören. Aber du wirst da unten draufgehen, wenn du es nicht tust. Ich schicke dir den Code für einen Tresor in Direktor Kelsplops Büro. Er hat dort sicher Neuromods versteckt. Nutze sie, um eine der Typhon-Fähigkeiten zu installieren. Genau darum geht's bei dieser ganzen Sache, Morgan. Du hast 3 Jahre deines Lebens damit zugebracht, es möglich zu machen, ihre Fähigkeiten auf uns zu übertragen. Du hast es nur vergessen. Hallo. Hallo. Okay. Hier scheint mal alles clean zu sein, sehr gut. So langsam müsste sich ja auch unser Inventar wieder mit Schrott sammeln, den wir dann recyceln können. Hm? Soll man nicht so einen Krawall machen? Bitte warten. Hä? Ist doch gar nichts drin. Oh, ein Phantom, nice. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Gebräuchliche Bezeichnung Phantom. Wissenschaftlicher Typ von Anthrophantasmus. Phantome sind keine hundertprozentigen Aliens. Sie werden von den Webern aus menschlichen Überresten erschaffen und sind dafür bekannt, dass sie zeitweise menschenähnliche neuronale Muster entwickeln, wie im Beobachtungsprotokoll angemerkt. Versuchen Phantome zwar menschliche Sprache nachzuahmen, sie scheinen sie jedoch nicht wirklich sprechen oder verstehen zu können. Aufgrund ihrer explosionsartig schnellen Bewegung müssen Phantoms vor dem Betreten der Eindämmungszelle fixiert oder ganz entfernt werden.
Scan abgeschlossen. Kinetische Explosion verfügbar. Du erzeugst eine physikalische Explosion, die bis zu 50 Schaden verursacht und alles innerhalb von 5 Metern um das Zielgebiet herum wegstößt. Das klingt doch ganz gut. Ich habe gerade so wenig Mods, dass ich ehrlich gesagt erstmal die anderen Mods kaufen will, dann schauen wir mal. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ist doch ganz gut. Das haben wir von den... von den Phantoms schon mal 3 Scans. Mimik. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. So, wir müssen es erst rauslassen, alles klar. Nice. Okay, wir können uns nicht mal Schrotpatronen oder 9mm bauen, nur ein Medikit. Was braucht ein Medikit? 1. Oh, wäre eigentlich gar nicht schlecht, ne? Weil wir echt knapp sind, was Medikits angeht. Und wir haben noch ganz gut Schuss für die Pistole und für die Schrotflinte. Jetzt haben wir immerhin wieder 2, besser als nichts. Sind immer noch nicht viel. Da drüben ist auch ein Recycler, sehe ich gerade. Aber erst müssen wir das Ding da oben klären. So, wir kriegen das jetzt gebacken. Ich habe mal Angst, dass es vorher losgeht. Hans Kelstrup. Quartier, Direktor Kelstrups Büro. Gut. 9. Zwei Stück, ich meine, besser als nichts, aber ich habe jetzt gedacht, dann mindestens 4. Morgen. Teilfamimese Teil 2. Bei früheren Modellen wurde die These vertreten, dass Mimics ihre Molekularstruktur neu anordnen und so den atomaren Aufbau eines Zielobjekts replizieren. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass überhaupt keine Änderung der Gestalt stattfindet. Wenn sie ein Objekt imitieren, sind die Mimics objektiv betrachtet nicht mehr in diesem Universum anwesend. Sie tauschen den Platz mit einem Objekt in einer parallelen Realität, behalten jedoch eine bewusste Verbindung in unser Universum bei. Vielleicht eine Art paradimensionaler Verschränkung. Eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station Sie als Alien-Bedrohung ansehen. Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Ich möchte nicht, dass Sie sich verlieren. Okay. Das Bewusstseinsfeld. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hat wie alle revolutionären Forschungsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine... Ah, das... Ja. Hat man schon. So, da haben wir alles. Wir können erstmal recyceln. Sehr gut, da haben wir ja mittlerweile auch wieder einiges. Yo, fast voll, nice. Ach ja, wir hatten ja auch einige Waffen, fällt mir gerade ein. Nicht im Mülleimer, schade. So. Gut, doppelte Waffen weg. Das ist eigentlich aber ganz geil, die doppelten Waffen, weil die bringen... immer recht viel. Was ist das? Anti-Reds. Eine Packung mit Pillen, die gegen Strahlen, Dosen und... Ah, nice! Sagt mir das doch.
Sehr geil. Jetzt können wir auch wieder in Ruhe essen. Ja. Und werden geheilt. So wie ich das gehört. So, das sieht doch ganz gut aus. Da können wir auf jeden Fall nochmal Schrotmunition bauen. Neuromod. Wir können Neuromod bauen? Ein Gerät von Transtar, das in der Lage ist, das menschliche Gehirn zu modifizieren und ihm die Fähigkeit, Wissen und übernatürliche Talente einpflanzen kann. Neuromods. 12-mal das, 2-mal das. Das ist ja cool. Was mache ich denn da jetzt? Eigentlich, ich weiß nicht, einmal, wie haben wir denn noch? Im Inventar 29, 45, vielleicht einmal Schrotflinte. Und einmal Neuromod. Dieses Eisen ist echt, das brauchen wir echt am meisten, verdammt. Vielleicht müssen wir dann doch mal dazu übergehen, dass wir hier besser recyceln können. So. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 7. Das klingt halt echt gut, Mimikry, ne? Naja, Quatsch. Idiot, Energie. Hier, kinetische Explosion. Ich denke, das nehme ich. Man kann es auf Garantie auch komplett ohne das spielen, aber warum? Was ist los? Du darfst das nicht zulassen lassen. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Ausführen, zielen, schleichen, springen. Die Möglichkeit. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Zielauswahl. Einige Kräfte werden sofort ausgelöst, wenn du bla bla bla. Einige Kräfte sind zielbasiert. Aha. Brichst diese ab, mit F bricht es hier ab, okay. Das ist sehr geil, man hat ja sogar den Kreis, wohin die Explosion geht. Also das ist eine geile Grafstelle, das hat sich gelohnt. Labs B, Labs A, dann gehen wir mal erstmal in A rein. Meine Mimics. Kommen wir irgendwie da hoch? Ist das so gedacht, dass man hier hochkommt? Nee. Ach so, natürlich, doch, mit dem Ding hier. Sag ich doch. Soll ich hier hin? Ich weiß gerade nicht so richtig, ob ich richtig bin. Scan abgeschlossen. Mimikry 2.
Du tarnst dich, indem du die Gestalt eines Objektes, bla bla bla, du nimmst Gestalt etwas komplexerer Maschinen, wie etwa eines Geschützes an. Ja, okay. Brauche ich immer noch nicht. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Oh fuck! Sehr geil, verbraucht aber echt super viel, ne? Also, wir haben auch diese Dinger. Hier, stellt 48 Psi wieder her. Aber okay, wir haben die 12 Mal mittlerweile gesammelt. So, nicht so schlecht. Kuh ist das, alles klar, Kuh. Oh nein, das war nicht der Plan, ich Vollidiot. Scheiße. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass ich aussehen die rechte Maustaste drücke. Alan Barker. Abgelaufene Plasmabeutel. Oh! Medikits, meine Freunde, Medikits. 5 Stück. Operator Dispenser. Beantrage neuen Operator. Transport-Pyramid 4909 Medizin. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches, das dauert nicht lang. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Danke. Mein Fehler. Beantrage neuen Operator. Ich hole einfach mal so viele wie möglich. Dass die jetzt ein bisschen rumfliegen. Transport-Pyramid 4909 Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Na, flieg doch mal weg. Ach, die können wir ausscannen, stimmt. Forschung abgeschlossen. Oh, das war falsch. Wir hätten auf... Ja, genau. Eine umfassende anatomische Datenbank in Kombination mit hochwertigen chirurgischen Instrumenten macht den Transtar Pyramid, eine Serie Medizinoperator im automatisierten Gesundheitswesen, zum Besten seiner Art. Er macht sogar den besten Chirurgen Konkurrenz. Patienten mit Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit und Privatsphäre können sich entspannt zurücklehnen. Mit der patentierten Panacea-Kontrolltechnologie ist Transtars Medizinoperator auf minimale Invasion und absolute Diskretion programmiert. Die letzte Iteration der Transtar-Technologie verfügt über eine 98,2% erhöhte Diagnosegenauigkeit sowie über ein neues Protokoll im Umgang mit Patienten, was für ein besseres Verhältnis zu den Patienten sorgt. Morgens Notizen: Die meisten medizinischen Einrichtungen der Station verfügen in den Operator-Dispensern über diese Operator-Einheiten. Sie können so gut wie jedes Trauma behandeln, wenn sie nur nicht zu dumme Witze erzählen würden. Moment, wir haben jetzt nur einen davon gescannt. Ach so, die kann man nur einmal scannen, alles klar. Fehler, maximale Anzahl simultaner, okay. So, dann speichern wir mal. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.